Hallo, heute sind wir bei den Delfinen. Immer wieder hört man Geschichten zu Psychopharmaka-Einsatz im Zoo, ganz besonders in Delfinarium. Dazu kann ich nur sagen, absolut an den Haaren vorbeigezogen. Natürlich gibt es ein Einsatzgebiet für zum Beispiel Benzodiazepine wie das Diazepam, Halazam, Valium, auch im Zoo. Wir setzen das ein bei Tieren, die Epilepsie haben, wir setzen das ein bei Tieren, die in der Narkose krampfen, wir setzen das in der Prämedikation, zum Beispiel wenn wir einen Pelikan in Narkose legen, dann gehört das Diazepam zu den Narkosemitteln, die wir bei den Pelikan verwenden würden. Aber es ist natürlich kein Einsatz, um irgendein Tier hier im Zoo halten zu können. Bei den Delfinen hat das Diazepam noch einen besonderen Einsatz, und zwar wirkt es appetitanregend. Das liegt einzig und allein daran, wenn ein Delfin aus irgendeinem Grunde mal krank ist, dass er nichts fressen möchte, hat er sofort ein Wasserdefizit. Delfine nehmen ihr gesamtes Süßwasser nur über den Fisch auf. Das heißt, das Salzwasser, in dem sie leben, können sie, genau wie wir, nicht trinken. Das heißt, wir geben eine minimale Menge, und man kann sich nicht vorstellen, wie wenig das ist, wenn man das Ganze auf zum Beispiel Ivo mit 270 Kilo umrechnet. Menge Diazepam. Das Tier wird damit wieder zum Fressen angeregt, nimmt wieder ausreichend Flüssigkeit auf und gut ist. Das Ganze kann man an einer Hand abzählen. Das sind einzelne wenige Tage, wo die Tiere so ein Medikament bekommen. Und das sind auch wirklich nur einzelne Tiere, die das bekommen. Das heißt, es ist überhaupt nicht die Rede von einem ständigen Einsatz, was totaler Quatsch ist, weil es dann zu einer Gewöhnung kommen würde, als Diazepam, und man immer wieder die Dosis erhöhen müsste, die Tiere einfach irgendwann nur noch lethargisch im Becken werden. Und das kann man hier, glaube ich, ganz deutlich sehen, dass unsere Tiere alles andere als lethargisch sind. Also absoluter Quatsch. Auch die sogenannte rosa-rote Brille gibt es hier nicht. Wir haben hier eine Familiengruppe, die gewachsen ist. 5 von unseren 7 Tieren sind hier bei uns geboren. Die haben natürlich auch Streitigkeiten untereinander, genauso wie das bei uns zu Hause, bei allen anderen zu Hause wahrscheinlich auch der Fall ist, dass man sich mal nicht ganz grün ist. Das passiert hier auch, aber das Ganze muss natürlich nicht in irgendeiner Weise medikamentös beeinflusst werden. Und von daher ist dieser Einsatz absoluter Quatsch. Und immer wieder haben wir angeboten, Sie zeigen auf ein Tier, wir nehmen Blut, Sie können das gerne untersuchen lassen, auch Antibiotika, auch Psychopharmaka, was immer Ihnen da einfällt, und ich garantiere Ihnen, da finden Sie nichts. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Und damit ihr kein Video mehr verpasst, abonniert einfach den Kanal.